Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu Türchen Nummer 4 unseres wunderschönen Pokémon Adventskalenders. Ja, heute starte ich wieder durch. Wir haben zwei kleine Sets. Einmal Celebration und einmal Eevee Heroes. Ich fange mit Celebration an. Diesmal, ja. Ich hätte es andersrum gemacht, aber du fühlst halt dieses Set, ne? Ja, es ist halt, keine Ahnung, ne? Also wie gesagt, nach dem letzten Türchen, schaut gerne vorbei, guckt es euch an. Hat schon gegönnt, sag ich mal so. Celebration. Du sollst nur einmal sagen, ich mach die Booster-Kacke auf, ne? Guck es dir an, du hast die Karten noch nicht da draus. Du willst ein Video auf 10 Minuten strecken. Ja, wir wollen Werbung schalten. So, wir twisten das, euer Code. Und wir turn es around und haben Palkia. Den lilanen Boy. Wir gehen direkt durch, wir haben Groudon. Und Alter, süß! Boah, das sind ja diese Babykarten. Das ist, ne? Das Baby-Pokémon, ja. Jo, Spider-Man Pikachu, was geht? Ja, geil, Alter, das ist eine Karte. Die haben wir noch, ne? Ich wollte gerade sagen, die hat keiner von uns, ne? Nee. Nice, Alter, ne? Eine Karte. Willkommen in der Familie, Pi. Oh, hier ist schon das Holo. Sammelst du jetzt eigentlich das Set? Nee, nicht so aktiv. Ich denk so. Die tust du ja aber weg, ne? Guck mal, hier ist das Holo zum Beispiel viel besser, weil es halt nicht auf Pi drauf ist. Oh, schön, ja. Hat doch gegönnt. Ich wollte gerade noch sagen, Celebration hat noch nicht so gegönnt. Also hat schon gegönnt, aber halt noch nicht so. Okay. Schön. Und weiter geht's mit Eevee Heroes. Das weiß ich gerade mit den Boostern, mit den Sleeves, das hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Das fand ich gerade ein bisschen irritierend, aber ja. Ich benutze ja diese Sleeves in den Top-Trainer-Boxen eigentlich nie. Mhm. Ich habe ja diese Durchsicht, also diese, nicht diese... Ja, die Penny-Sleeves da, ne? Die ganz normalen, ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, der Code, ich weiß nicht, ob man damit anfangen kann, wahrscheinlich nichts. Tun eine nach vorne. Mhm. Twist the Rock. Ja, wir haben den Hit. Ich hab schon Glitzer gesehen. Oh. Ja. Also ich könnte halt auch eine normale Holo sein, muss man okay. Ja sagen. Es ist ja japanisch, ne? So, wir haben Pinsir. Wir haben ein Stück Pflanze. Wir haben einen Votoball. Wir haben. Wie heißt es nochmal? Ich weiß nicht. Flunkiefer. Und dahinter haben wir. Ja, ist eine normale Holo. Das ist eine Holo. Ja, das ist halt. Das spoilert halt japanisch, ne? Wenn du da was. Aber ich find's geil, dass der Rand auch Holo ist. Ja, das hat auch was. Aber wie gesagt, wenn man hier so wieder die Corners sich anguckt und so. Karten, die sind nie geleckt. Da weißt du, wo das Set herkommt. Richtig, du weißt, wo Pokémon herkommt. Ja, du merkst es direkt. Da ist noch Liebe am Start. So, jetzt bist du dran, deswegen wir switchen und dann geht's zu seinem Türchen Nummer 4. Yes! Yeah! Leute, mein Türchen Nummer 4. Wir beginnen mit Farbenschock. Ja, perfekt, der ging aber gut auf. Farbenschock geht auch schön auf. Absolut geiles Set. Wie gesagt, schade, dass es nicht mehr geprintet wird. Ich will immer den Müll darüber. Wir tun ihn gleich einfach hier hin. So, erstmal der Code. Ja. Legen wir auf Seite. So. 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, ne? Wenn wir jetzt was hier raus hitten, ne? Allein, dass es nicht reprintet wird, es geht halt. Ich sag Blatt. Wasser. Ja, perfekt. Stahl. Stahlwollenlaser. Stahlwollenlaser. Was ist das denn? Ah, dieses Wanze da, ne? Ja, ja. Ein sehr dunkles Artwork. Oh, wei. Fritzelblitz. Süß. Baumwoll, Weilmer, die Reverse Holo und eine Holo Genesect. Ja, nice, ne? Holo Genesect. Holo ist Holo. Ein Hit. Ich wollte gerade sagen. Das war der erste Booster von Türchen Nummer 4. Mhm. Und da folgt der zweite. Und wie soll es anders sein? Wir öffnen Drachenwandel. Ja. Das Set, welches dich in deinen Träumen verfolgt. Ja, aber wirklich. Ja, es ist halt irgendwann. Ich glaube, die normalen Karten, die habe ich auf jeden Fall schon voll. Könnte tatsächlich gut sein, ne? Mir fehlen halt die großen Hits, ne? Mhm. Der Code. Ich sage aber in diesem Adventskalender, es wird was kommen. Ich glaube, da wird was kommen, ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, wir haben nicht geraten. Ich sag Wasser. Ich hatte auch kurz überlegt, Wasser zu sagen, aber dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gesagt, weil ich es davor gesagt habe. Ja. Ich hätte nicht gewusst, was ich sage. Traumball, so heißt er. Traumball! Ja, perfekt. Noch besser, passt ja zu deinen Träumen, ne? Von Rayquaza. Pikachu. Tentacha. Komm schon, gönn was. Nocturne. Gönn was. Hopfsprossgönn was. Und. Drachenmandel, du kleiner. Schade, Marmelade. Aber immer wieder hin noch eine Holo rausgezogen aus diesem Türchen. Mhm. Leute, das war Türchen Nummer 4 von uns. Schaltet gerne morgen wieder rein bei Türchen Nummer 5. Seid gespannt. Wir sind auf jeden Fall für heute raus. Ciao.